Hi Regina, schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist das Thema die Bogenhaltung. Das heißt, wir gucken uns direkt zusammen ein Video an und du schaust einfach mal, ob du das direkt nachmachen kannst und probierst einfach mal. Hi everybody and welcome. My name is Alison, the online piano and the online violin tutor. Today I'm going to do a video on how to hold the violin bow. I have mentioned this in a video before. I think it was part of my violin lessons 1 to 10, but I thought I would just do an actual video just exactly on how to hold the bow. I've done another video on various different types of bow holes, just talking about them. A few of you have mentioned that your violin teacher tells you to hold the bow a little bit different, and this, that, and the other. So I'm going to show you the way I hold my bow, the way I teach my students. Before I do that, I do want to mention that there are a few different bow holds. The one that I use is the Franco-Belgian bow hold. It's the same bow hold that actually Itzhak Perlman uses. You can get the Russian bow hold, you can get the German bow hold. They're all very valid. A lot of the modern violinists of today kind of sometimes use a combination of them all, or they use variations of. So they'll use the Franco-Belgian grip, but it'll be ever so slightly altered, but it still comes under the Franco-Belgian kind of heading, if you like. So I use the Franco-Belgian bow grip. Ja, nur so kurz auch auf Deutsch zusammengefasst, erklärt sie, dass es verschiedene Bogenhaltungen gibt, sozusagen, und sie bringt dir die franco-belgische Bogenhaltung bei. Aber es gibt auch andere, und ich finde es schön, dass sie sagt, dass alle gut sind und alle funktionieren, sozusagen. I must just mention as well that lots of teachers kind of come to blows over this. So what I'm saying is not 100% gospel. If your teacher tells you to hold your bow ever so slightly differently, that's absolutely fine. But I mean, as long as there are mainly three things that happen, and I'll go into details in a second, but the second finger, all of the bow grips have the second finger is basically in line with the thumb. There should be no tension in the hand, so no one finger should be working harder than all the others. They should all be doing their job in holding the bow. And really, as long as your bow grip allows you to do all of the bow techniques under the sun, then it's happy days for everybody. So, you know, if you hold it ever so slightly differently, that is absolutely fine. But this is mainly just for beginners who want to know how to hold the bow. This is one way of holding the bow. There are lots and lots of different ways. So please don't kind of put comments saying that my way is wrong and your teacher told you something different. Nobody's wrong. Everybody's right. Nobody's wrong. There are just many, many, many different bow holds. Warum hast du geschmunzelt? Weil, also wenn es so viele Varianten gibt und das gibt es nicht Falsches, das, mir persönlich gibt das Gefühl, dass es ein bisschen zu viel Auswahl gibt. Mhm. Und wie kann ich wissen dann, welche ist richtig, welche passt mir, welche... Wenn sie quasi sagt, alles passt, dann gibt es ja nichts Falsches. Genau. Aber dann kann sie nichts falsch machen, okay. Willst du es direkt mitmachen? Mhm. The first thing that you need to notice is that you've got the frog here, and then you've got this sort of black plastic part here. So what you need to do is put your thumb in the gap that you've got there. So you should have a little gap between the frog and the plastic part here, and that's where I put my thumb. Now you need to make sure that the thumb is bent. So the thumb cannot be rounded, the thumb must be bent. And what I like to do is just sort of wedge it just in that gap between my fingernail and my thumb. So I can feel that the wood here has got a sort of hexagonal sort of or little lines in it. It's not smooth and round. So what I do is choose one of those lines and kind of wedge my fingernail in there, so it keeps my thumb nice and bent. The next thing that you need to do is to put the middle two fingers around, and what you'll find is that the thumb should be opposed to or opposite the middle finger there, and the third finger, or the fourth finger, sorry, just drops down sort of next to it. So it's your thumb is almost in between the two fingers, if you like, by the time you put the rest of your hand on, but the thumb should be opposite the middle finger. So if you put the thumb in first, then put the middle finger around, then the fourth finger should drop in nicely. We'll sort
out the details in a second, but then your index finger should come over, and it should, for me, it just sort of touches the, it actually goes on the silver part of the bow here. So you want to be sort of having it in that kind of, that sort of knuckle, the first sort of knuckle part that you get here, not right near the hand. It shouldn't be here, it should be here, not here. If you have it there, so you're holding the bow, so it's there, it's next to that part there, then that's more of the Russian bow grip. So the Russian bow grip is very slanted. We're doing the Franco-Belgio bow grip. So it's, I'm just lifting it off slightly, so I'm in that first knuckle there. And you can also see that I'm actually slanting the fingers. My fingers aren't straight, I'm actually tilting them. Again, if you tilt them too much, so that you're tilting to that knuckle part there, then that's the Russian bow grip. So I'm not gonna tilt that much, but enough really, so that my little finger is just sort of resting kind of on top there. So tilting, I think, is the key to doing all of this. So it should be nice and tilted there. Not straight, just tilted. So let me just go through that again. So this is the bow grip that I'm using. And this is the bow grip that I teach my students with. So you can see my thumb is nice and bent. My wrist is nice and up as well, and I'm able to bend my fingers. I've got plenty of flexibility when I'm moving the bow, so I know I can do all those sorts of things there. So if my fingers weren't in the right place, I wouldn't be able to flex them nice and easily. So that's the bow hold, and that's the bow hold that I teach, which is pretty much the Franco-Belgian bow hold. Jetzt hast du es gelernt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, oh, jetzt kannst du den Bogen halten, jetzt willst du auch mal streichen. Mhm. Probier mal aus. Also der Daumen geht hier, der mittlere und linke Finger gehen hier, aber der Bogen ist ziemlich schwer. Mhm. Also. Versuch mal mit der Haltung zu streichen. Ja, wie geht das? Schwer. Das klingt irgendwie so typisch Geige anfangen, ne? Probieren wir eine andere Seite vielleicht? Die Hand verkrampft sich. Dabei machst du auch alles richtig. Sie meinte, halte die Finger beweglich, ne, sozusagen. Mhm. Geht das gerade, so wie du den Bogen hältst? Also, ist ein bisschen schwer. Schwer mit schwierig oder schwer der Bogen? Schwierig. Okay, schwierig, ja. Weil der Bogen, also der ist auch schwer, aber die Hand wird ziemlich schnell verkrampft. Ja. Und ich, also ich muss ziemlich viel bewegen, damit die nicht verkrampft wird. Ah, okay. Aber dann die Haltung soll dann weiter bleiben, doch, oder? Auf dem Bogen. Und nicht so einfach. Nicht so einfach, okay. Sollen wir jetzt mal anders machen, dass ich mal dir helfe? Okay. Gerne. Ich will mal was Kleines demonstrieren. Und zwar, du vergisst jetzt einfach mal alles über die Haltung, wie sie es gesagt hat. Auch wenn ich finde, sie hat viele schöne Sachen auch gesagt und so. Du nimmst gleich den Bogen einfach so. Und gern mit der Geige auch. Was du machst, ist, bevor du überhaupt streichst, legst du den Bogen auf die Geige ab. Du sagst wirklich, so, jetzt liegt der da. Okay? Ich habe jetzt sozusagen den Daumen wirklich hier einmal so außenrum, alle Finger außenrum. Der Daumen ist unten, gar nicht an der Stelle und so. Okay, mach das mal. Und dann legst du ab. Und sagst, dass die Geige jetzt den Bogen tragen soll. Wie fühlt sich deine Hand gerade an? Entspannt. Jetzt fahr mal.
Ja. Oh, jetzt müssen wir noch weiterfahren. Fahr mal ein bisschen, probier mal ein bisschen rum. Das jetzt angefühlt? Sehr angenehm. Das war sehr entspannt. Ja. Und nicht so schwer zu kontrollieren, sondern. Ja, musst du es ein bisschen ausprobieren. Mhm. Und du hast jetzt eigentlich eine falsche Bogenhaltung gemacht. Mhm. Weil der Daumen war hier. Ja? Genau, und ich habe auch nichts gesagt, wie die Finger irgendwie hin sollen oder so, ne? Sondern du hast einfach den Bogen genommen. Und was war aber der Zwischenschritt eigentlich? Einfach die Geige, dass die Geige trägt. Ja. Das heißt, was passiert in dem Moment, wo ich mir denke, dass der Bogen abgelegt ist? Ah ja, dann das Gefühl ist dann, dass ich nicht hier so viel kontrolliere, sondern irgendwie das Gehör dann zur Geige irgendwie. Ja. Also es wird wie verbunden, ja. Fühlt sich verbunden an und nicht, dass ich zu viel machen muss. Genau, und du hörst auf, den Bogen festzuhalten eigentlich in dem Moment. Und das ist verwirrend, weil alle reden immer über Bogenhaltung, über Halten. Mhm. Aber eigentlich sollen wir den Bogen nicht festhalten. Mhm. Versuch das mal. Halt den, auch so wie ich das gezeigt habe, ne, so mit dieser Falschhaltung. Aber wenn du jetzt das Gefühl hast, ich halte den Bogen fest. Also sehr irgendwie angespannt, ganz anderes das Gefühl. Angespannt ist dein Gefühl. Und wie ist der Klang dann auch? Nicht. Auch angespannt. Angespannter Klang, ja, das hört man sogar wirklich. Und wenn du jetzt nochmal die ablegst, ablegen und dann erstmal spüren, was macht das mit meiner Hand, wenn er abgelegt ist. Und dann fährst du los. Wie war das jetzt? Angenehm. Mhm. Ich will damit betonen, dass viele, viele Geigenlehrer sehr darauf insistieren am Anfang, wie müssen die Finger und der muss genau irgendwie so weit weg sein und so. Aber ich bin davon überzeugt, dass das gar nicht das Wichtigste ist, gerade am Anfang. Sondern dass das Wichtigste ist, dass wir schaffen, dass der Schüler oder die Schülerin den Bogen nicht festhält. Weil alles, was festgehalten ist, führt dazu, dass man verkrampft, dass man zu dolle irgendwie hier anspannt. Und du hast gerade selber gemerkt, was das mit dem Klang macht. Mhm. Ne? Und auch mit dem Gefühl dann. Ich kann dir auch gerne mal zeigen, wie ich das mache mit dem Bogen, mit meinen Schülern. Okay, dann leg mal die Geige weg. Schritt Nummer 1 ist, ich halte den Bogen wirklich mit der linken Hand jetzt. Und stell mir vor, das hier ist nachher die Geige, die den Bogen trägt, auf der linken Seite auch. Damit ich jetzt mit der Hand hier ganz frei sein kann und das Gefühl haben kann, ich muss gar nicht halten. Okay, genau. Mhm. Du kannst auch einmal vorher den Arm hängen lassen, so ausschütteln und das Gefühl haben, die ist jetzt ganz leer. Okay? Mhm. Und dann als allererstes gehen wir mit der Daumenspitze an diese Stelle und berühren da mal. Du kannst da mal so anfassen und gucken, wie sich das anfühlt. Genau. Und mal gucken, wo ist diese Kante mit dem Frosch, wo ist das Leder? Ja, einfach mal so berühren. Und ich sage immer ganz gerne, dass man das so weit vorne am Daumen machen muss, wie es geht, weil wir hier vorne besonders gut fühlen. Genau. Mittelfinger kommt außen rum und alle anderen Finger kommen mit. Ja. Wie fühlt sich das an? Ist deine Hand noch beweglich? Ja, gut. Nun, genau, du kannst auch mal so drehen und so. Und das ist, ich würde erstmal sagen, das ist noch gar nicht so wichtig, ob mein Zeigefinger jetzt total drauf ist oder nicht, okay? Das Einzige, was du jetzt gleich machen kannst, ist, wenn du die Geige nimmst, dass du jetzt deinen Bogen ablegst und ich werde dir nochmal helfen, dafür ist ein Lehrer auch da. Du kannst es aber auch alleine probieren, dass du den Bogen als erstes ablegst und dann nochmal guckst, ah ja, fühlt sich das hier gut an.
Allein ist auch ein bisschen schwierig, wie man das sortiert mit Bogen und so. Viele Schüler machen das so, sie haben den Notenständer vor sich, wo sie den Bogen hinlegen. Stopp, wie fühlst du dich gerade? Ganz ehrlich, da hast du sein. Also ich versuche jetzt mit diesem Gefühl zu experimentieren, dass die Geige quasi den Bogen trägt. Ja. Und das interessant, dass die Schulter wird irgendwie entspannt, aber in Wirbelsäule, ich merke, wie ich mit dem Kopf die Geige halte, ja. Irgendwie. Und dann die Geige hält den Bogen. Ja. Jetzt nimmst du dir den Bogen nochmal und du bleibst einfach mal Superwoman, wenn du streichst. Wie war das? Sehr natürlich. Das fühlt sich sehr natürlich an. Ja. Wow. Und dann bleiben komplizierte Analysen, welche Finger und wie und wo, ne, bleiben einfach weg. Ich würde vielleicht gerne einen Aspekt hervorheben. Und zwar hat sie gesagt, dass man den Daumen immer rund lassen soll. Kannst du das mal probieren, wie sich das anfühlt, wenn du jetzt mal bis zur Spitze streichst und du achtest darauf, dass der Daumen immer rund bleibt? Ja, versuch mal den Daumen jetzt immer rund zu lassen. Ja. Wie fühlt sich das an? Angespannt. Also das angespannt. Ich muss ja mich zu anstrengen. Ja. Rund bleibt und wenn es nicht rund ist, wie fühlt sich das jetzt besser an? Ah ja. Ist nicht rund. Also muss es rund sein, oder? Ich glaube, es gibt einen Grund, warum Geigenlehrer wollen, dass der Daumen rund bleibt. Und zwar, der Sinn dahinter ist, dass ich dann nicht diesen durchgedrückten, angespannten Daumen habe, der drückt. Das passiert auch ganz schnell, dass ich drücke und der Daumen dann hier durchknickt. Und dann sagen sie, lass den Daumen rund. Das Kernproblem ist aber gar nicht, ob der Daumen rund ist oder nicht, sondern dass ich drücke. Ich kann auch genau so drücken. Es ist völlig egal. Und du hast auch gemerkt, wenn ich nicht drücke und hier vorne den Daumen berühre, mach das doch nochmal. Wenn der Bogen hier liegt, wenn du gleich mit der Daumenspitze vorausgehst, dann wird er rund sein. Aber wenn du jetzt gleich bis zur Spitze fährst, und du lässt ihn beweglich, was passiert dann? Bleibt er noch rund? Nein. Damit du genug Platz bekommst an der Spitze, darf der gerne lang werden, vor allem je nachdem, ob der Schüler einen langen Arm hat oder nicht. Hast du noch Fragen? Was ist richtig und falsch, ne? Ja. Ich würde sagen, das, was sich am besten anfühlt, ist richtig. Das beste Gefühl für dich. Danke dir, Regina.